Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 1 Remastered mit mir alle Wochen 1990. Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir sollen nämlich mit dem guten Ralph sprechen oder mit Ralfi. Ja, wir sind in Saleris Bar. Und ja, mal gucken, was wir tatsächlich jetzt. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott, was für eine Nacht. Für dich vielleicht, für die Bräute eher nicht. Na gut. Ja, noch ne. Das sind dann 5, 6. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6, zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Okay. Stimmt, ja, wir müssen ja die Dingens jetzt klauen. Ja, im Endeffekt ist es ja scheißegal, ne? Ah, den könnten wir nehmen. Trifft er. Wir fahren jetzt einfach mal die Fregatte, den Schubert. So, jetzt wenn du sie fährst, okay. Jo. Ja, genau, wir müssen da jetzt da hindüsen. Fahrt überspringen. Wie weit ist denn die Fahrt? So weit. Das heißt, wir können das einfach auch mal machen. Genau. Das ist ja so die Mission, die eine wohl der legendärsten Mission angeblich. Was ich zumindest so mitbekommen habe. Weil die wohl im Classic-Teil sehr, sehr schwierig war wohl, das Rennen zu gewinnen. Oder ja, das Rennen an sich zu gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, inwiefern wir es jetzt, oder ich denn, ja, die Sache meistern tue, hier im Remake. Und, ja. So, oh. Uiuiuiui, okay. Aber gut, wir sind gleich da, da haben wir es auch schon. Die Schranke. Dann wohl der Bobby. Bist du Bobby? Jupp, dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Ja klar, hier. Nee, steig erst mal ein, okay. Ich hätte nicht erwartet, dass er direkt einsteigt. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt... Oh, verdammt! Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. So. Ein bisschen weiter. Aussteigen und okay, jetzt. Da wären wir. Ist das Wägelchen wo? Ob wir richtig stehen oder nicht, zeigt uns das Licht. Beziehungsweise, ja, wenn das Rolltor hochgeht. Dann war es ja hinter der 4. Ah ja, okay. Hier ist er. 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. What? 3 Minuten? Okay. Wie haben die das denn getaktet?
wenn ich um 2 Uhr zurück sein soll und der aber, was weiß ich, für eine Schicht früher, der muss doch früher anfangen. Dementsprechend muss das doch so so geplant sein, dass dass man da ein bisschen mehr Zeit hat. Von mir aus, wenn er da anfängt, wenn man da halt um 1 Uhr nachts halt anfängt. Weg da. Ja, seine Schicht ist auf jeden Fall. Ui. Mal durch. Der wird auch wohl länger als eine Stunde oder so gehen. Oh, tschüss. Tschüss. Eieiei. Also fahren tue ich jetzt. Eieiei. Ist das Ding Schrott? Hui. Ja, das rechte Vorderrad. Ja. Ist ein bisschen schief, würde ich mal meinen. Ich bin gespannt. Alter, der driftet aber auch. Ich kann so hart auf der Bremse stehen, das juckt ihn halt überhaupt nicht. Aber gut. Das ist das Gute, dass wir halt verdammt schnell sind. So, da hinten ist die Brücke. Ui, ui, ui. Alter. Wie lang ist denn der Bremsweg? Also fahren tut er sich nicht schlecht. Das muss man so eingestehen. Auch wenn ich hier nicht gerade wirklich gut fahre, davon abgesehen. Aber bremsen. Oh, mein Gott. So, das scheint wohl. Ja, das ist die Werkstatt. Okay, instant einmal das Ding ins auf. Okay. Eieiei. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen... Alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Ja gut. Okay. Achso, das Ding überhitzt, oder was? Naja, okay, das meint er mit bockig. Zündaussetzer und alles. Muss ich dann teilweise rollen lassen oder was passiert, wenn das Ding voll ist? Ja, gut. Ja, nee, ist tatsächlich doch. Hey, ich mach doch gar nichts. Was ist denn los? Oh. Aber der wackelt ganz schön. Meine Fresse. So. Hoffen wir, dass ich ja rechtzeitig da hinkomme. So ruckelig, wie das Ding fährt. So, weg der Taxi. Na super. Hier hätte man jetzt mal heizen können. Lassen wir mal ein bisschen rollen. Oder kurzfristig mal rollen. Aber lenken, mein Gott, lässt sich das Ding jetzt schlecht lenken. Haben wir sogar einen Krankenwagen. Nein, bitte nicht abbiegen. Bei Minuten 13. Ja, komplett über... Hey, Hitzung. Okay. Nein. Oh. Beim Rast. Laut Kollegen in Little Italy verschwunden.
Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Vollm Rast. Ich bin davor gerast, aber nicht jetzt. Ich schleiche. Naja, nichtsdestotrotz sollte ja eigentlich auch gleich Gähnchen wieder weggehen. So, 1,27 haben wir noch. Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. So, kurz mal rollen lassen und dann haben wir da hinten auch schon einmal wieder. Ja, die Start. Startziel wollte ich schon sagen. Ja, gut, Start und Ziel ja, für diese aktuelle Mission, muss man dazu sagen. Die Einfahrt. Ja, so zur Garage. So, da soll das Ding eingeparkt werden. Muss ich jetzt einparken oder vorwärts, rückwärts? Mal rückwärts ein, weil wir sind ja halt vorwärts rausgefahren. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber. Du bist gut zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Was für ein Foto? Kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey. Manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja, okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tony Angelo. Nun, Sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Okay, ich bin gespannt. Vor allem, nimm das Foto. Was für ein Foto. Die Beute herrscht davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Okay. Lichtenberg hat Probleme. So, da ist der erste schon mal kaputt. Oh, verdammt!